Berlin, der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor hat öffentlich Fehler im Zusammenhang mit Lobbyarbeit für das New Yorker Unternehmen Augustus Intelligence eingestanden. Es war ein Fehler, erklärte Amthor am Freitag auf seiner Facebook-Seite. Er habe sich politisch angreifbar gemacht. Mein Engagement für das Unternehmen entspricht rückblickend nicht meinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung meiner politischen Aufgaben. Er habe Konsequenzen gezogen und seine Nebentätigkeit beendet. Zuvor hatte der Spiegel berichtet, Amthor habe in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, für das Unternehmen Lobbyarbeit betrieben. Der dem Magazin vorliegende Entwurf des Schreibens sei im September 2018 auf dem Briefpapier des Deutschen Bundestags verfasst worden und vor dem Versenden im Unternehmen kursiert. Darin habe Amthor das Start-up gelobt und Altmaier um politische Unterstützung gebeten. Das Schreiben sei am 2. Oktober im Wirtschaftsministerium eingegangen, bereits Mitte 2018 habe es laut Recherchen des Spiegel in der internen Kommunikation der Firma geheißen, dass der Politiker gut für uns sein werde. Für den Brief hätten Mitarbeiter Amthor gefeiert, er sei ein geiler Typ, habe es geheißen, wir müssen uns echt bei ihm bedanken. 2 Monate später sollen Augustus-Manager demnach gemeinsam mit Amthor zweimal den damaligen parlamentarischen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Christian Hirte, getroffen haben. Amthor hat von seinem Einsatz für das Unternehmen laut Spiegel womöglich persönlich profitiert. Er habe mindestens 2817 Aktienoptionen bekommen und bekleide einen Direktorenposten, berichtete der Spiegel. Amthor habe außerdem Reisen und Aufenthalte in teuren Hotels mit Augustus-Mitarbeitern unternommen. Auf Anfragen, wer die Kosten getragen habe, habe Amthor nicht geantwortet.